Nicht jeder, der zum Muscheldinner kommt, weiß auch, was er von den Weichtieren halten soll. Ich habe in der Tat noch keine gegessen. Ob wir es schaffen, Musicalstar Uwe Kröger zum Muschelessen zu bringen, dazu kommen wir gleich. Schon zum 11. Mal lud man nun die heimische Prominenz ins Naturhistorische Museum, um für die Serie der Muscheldinner zu werben. Präsentiert werden die verschiedenen Muschelgerichte, diesmal nicht nur von Starköchen wie Puls 4-Koch Oliver Hoffinger, sondern auch von Kabarettist Christoph Felbel. Ich werde hier ausschenken. Ich werde hier also vermeintlich gekocht haben. Blödsinn. Was hast du denn nicht gekocht? Ich weiß noch nicht, was wir hinstellen. Werden wir schauen. Ich schätze Muscheln. Ist doch keine blöde Idee, oder? Ich hoffe nicht Austern. Nein, eigentlich nicht. Wobei natürlich die Zahl der bekennenden Muschelfans eher überschaubar ist. Natürlich gibt es da Muschelliebhaber wie Professor Otto Schenk. Ja. Sympathisch sind mir die Miesmus. Weil was? Weil sie gut sind, weil sie gut schmecken. Weil sie nach Meer schmecken, nach dem Ozean schmecken. Das bestimmt, aber dieser Geschmack wird von vielen nur mit Vorsicht genossen. Weil Muscheln sind sehr gefährlich, das muss man mal dazu sagen. Eine schlechte Muschel und alles ist vorbei. Ich höre immer, sie müssen ganz frisch sein, dann kann da nichts passieren. Hoffentlich ist dem heute so. Wir sind ja direkt neben dem Ozean, also das kann ja nicht ein großes Problem sein. Ganz genau. Außerdem befinden wir uns ja gerade in jener Zeit, in denen man das Meeresgetier auch essen darf, zumindest nach dem Bauernkalender. Das heißt nur, man soll Muscheln nur essen in Monaten, die ein R haben. Ne? September, Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August soll man keine Muscheln essen. Was weiß ich, bin ich Muschelfänger? Nein, es heißt es so. Es sind eigentlich die Monate, wo man sich nicht mit dem Popo in die Wiese setzen soll, da darf man Muscheln essen. Ist jetzt gerade eingefallen? Nein. Im April ist die Erde feucht und im September auch. Im Mai, Juni, Juli, August ist die Erde schön trocken. Da verkühlt man sie nicht. Habe ich auch mal gehört. Aber was passiert, wenn man sich an diese Regel nicht hält? Das ist auch schon so manchem Promi widerfahren. Ich hatte mal einen Zwischenfall, der mich aufs Klo gefesselt hat, deswegen, oder ans Klo. Es geht so. Ohne auf die nachherigen Details einzugehen, was für Muscheln war das? Es waren Miesmuscheln. Rate mal, was es heute Abend hier ausschließlich gibt. Miesmuscheln? Super, ich freue mich. Und da ist die Miss bei ihrer Einstellung zu den Missmuscheln nicht allein. Die heißen Kotze auf Italienisch, glaube ich. Also dieser Name alleine lässt mich schon fraglich stimmen. Nein, also das mit dem Namen ist nur ein Vorurteil. Miesmuscheln sind doch absolut hochwertige Muscheln, nicht wahr? Eher nicht, eher die Austern sind. Und die Austern sind halt in Europa zum Essen und sind hochwertiger. Die Jakobsmuscheln sind natürlich besser, die Miesmuscheln sind eigentlich der Filter, aber durch das, dass man eh mit viel Alkohol kochen, kann man das schon hinbringen gut. Aber ein Schelm, wer jetzt glaubt, man würde hier nur Miesmuscheln servieren, weil sie billiger sind, so von wegen Wirtschaftskrise und so. Dass es nur Miesmuscheln gibt? Nein, weil sonst gibt es überhaupt keine Muscheln. Ich glaube, das ist schwer, die zu fangen, weil die schwimmen immer so gut. Fast ebenso schwer zu fassen ist an diesem Abend auch Musicalstar Uwe Kröger, der sich ein bisschen vor dem Buffet herumdruckst. Ja, warum isst er denn nichts? Ich gebe zu, dass mir alles, was aus dem Meer kommt, sehr suspekt ist. Ich lasse mir ein Thunfischsteak gefallen. Auch Kalamares sind okay, Oktopus auch natürlich, aber bei den Muscheln fängt es schon an. Ich gebe zu, ich habe in der Tat noch keine gegessen. Naja, wir könnten das Ganze doch jetzt eigentlich ganz schnell hinter uns bringen, Uwe. So kurz und schmerzlos. Okay, probier was. So. Moment, willst du es probieren? Das ist jetzt die Frage. Und eigentlich habe ich gehofft, dass du sagst, bitte probier und ich frag mich nicht. Ich bin jetzt gerade willig. Tu es. Um es leichter zu machen, mit ein bisschen köstlich. Und weil es dem Uwe so gut schmeckt, füttert er auch gleich Mr. Liveball Gerrit Kessler mit seinem Chili. Schmeckt gut, ja? Mhm. Ist es so? Hat mich auch schon gefreut. Vielleicht würde es loswerden. Doch nicht alle lassen sich bekehren. Schauspielerin Brigitte Neumeister bekommt eine quasi muscheltechnische Extrawurst. Ich habe mir bestellt, dass ich ein Stück Fleisch bekomme.
Ich bin das und mein Mann auch. Aber auch ohne Sonderbestellungen muss hier niemand mit leerem Magen nach Hause gehen. Du hast was gefunden zum Essen? Ich habe was gefunden zum Essen. Ja, mir geht's voll gut jetzt, weil du siehst, ich plündere jetzt. Mein Herrn Professor Schenk haben wir gesagt, wir eröffnen jetzt das Nachspeisenbuffet. Und technisch gesehen gibt es hier ja auch Meeresfrüchte. Wobei insgesamt bewiesen wäre, dass die Promis nicht immer nur wegen dem Essen auf die ganzen Events gehen. Wer jetzt Gusto bekommen hat, das Muscheldinner im Naturhistorischen Museum auch auszuprobieren, der hat von jetzt bis April 2010 jeden Mittwoch Gelegenheit dazu.